gibt nicht nur eine Identität, es gibt viele Identitäten. Es gibt nicht nur einen Feminismus, es gibt viele Feminismen. Und es gibt nicht nur eine Bewegung, es gibt viele Bewegungen. 2017, die Women's Marches. Frauen sind sichtbar geworden mit ihrem Zorn, ihrem Begehren nach Gerechtigkeit und Freiheit. Sie gehen gegen eine Politik auf die Straße, die eine einzige, mit allen Rechten und kaum Pflichten begünstigte Identität akzeptiert, den weißen Mann. Identität 1a ist der alte weiße Mann. Identität 1b, die weiße Frau, die sich fügt, dem Schönheitsideal entspricht, die gebärt, aber nicht diskutiert, die mitträgt, aber nicht murrt. Gegen eine solche Identitätenverengung muss auf die Straße gegangen werden, auf alle Straßen, Stradas, Calle, Streets und Alleen. Radikale Solidarität. Doch dann wollen schwarze Frauen nicht mehr neben weißen Frauen gehen, Anhängerinnen des jüdischen Glaubens nicht neben Hijab-tragenden Latinx-Hausangestellte oder schwarze Nannies, nicht neben den Frauen, deren Häuser sie putzen, deren Kinder sie betreuen, deren Geld sie annehmen. Damals habe ich mir vorgestellt, ich würde in einer deutschen Stadt, München, Köln, Schwerin, Bielefeld, Dresden, Mainz, neben Dr. Christina Schröder gehen. Sie entsprach meinem Feindinnenbild, als sie Bundesfamilienministerin war. Wäre ich neben Christina Schröder gegangen, hätte ich die Reihe gewechselt oder sie gebeten zu gehen, gar rausgeboxt als falsche 50erin, als Verräterin? Lange habe ich mir vorgestellt, wie das wäre. Und dann habe ich einen für mich schlüssigen Weg gefunden, die Teilzeitsolidarität, ein gelebtes sowohl als auch. Ich kann mit Christina Schröder gegen Sexismus, Rassismus und die Vormacht von alten weißen Männern demonstrieren und ihre Politik zwischen 2009 und 2013 kritisieren. Eine Brücke bauen zwischen mir und einer anderen Person. Eine Brücke, die ein Zweibahnweg ist. Eine Brücke, um auf eine andere Person zuzugehen und ihr anzubieten, sich mir zu nähern. In einem Gespräch, das ich mit Natasha A. Kelly geführt habe, sie ist Wissenschaftlerin und Künstlerin und schwarze Aktivistin, habe ich versucht, eine solche Brücke zu bauen. Habe nach einem möglichen Wir gefragt, habe meine Hausaufgaben gemacht, wie sie mir auftrug, habe nicht nur Kimberly Crenshaw gelesen, sondern auch Sojourner Truth und vom Combahee River Collective. Habe verstanden, warum schwarze Frauen keine Lust mehr haben, dass weiße Frauen den Raum besetzen, ob mit ihrem Mitgefühl oder ihrer Ignoranz. Meine Solidarität ist mein Angebot. Ich bin eine Frau, habe mehrfach Diskriminierung aufgrund meines Geschlechts erfahren. Ich bin eine Mutter, habe mehrfach Diskriminierung aufgrund meiner Kinder erfahren. Ich habe in meinem Leben keine Rassismuserfahrung gemacht. Ich biete meine Solidarität aber denen an, denen es anders gegangen ist.